Hallo Freunde, ich bin bei den Verrückten wieder. Sag hallo. 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 Running Gag. Running Gag, hallo. Hallo. Der Walter, mein Schüler, der hat sich mal wieder so ein paar verrückte Sachen einfallen lassen. Und natürlich möchte ich euch da nicht vorbewahren. Also ich will euch da schon gerne mal so zeigen, was der Verrückte sich halt wieder einfallen lassen. Ich will mal so versuchen, auf einen gewissen Teil seiner Gitarrensammlung einzugehen, weil ich denke, vielleicht interessiert das den einen oder anderen von euch. Wir fangen bei der da hier an. Das ist eine Harley Benton aus der Custom Line Serie, in matt schwarz gehalten. Es war ursprünglich eine 12-Seiten-Gitarre. Ne? Ja. Er hat es umgebaut. Klar. Von 12 Seiten sind jetzt noch 8 übrig. Genau. Und wie man das vielleicht schon erahnen kann, irgendwas hier stimmt nicht. Ja, man sieht hier eine Farbe, die da nicht hingehört. Ja. Er hat da ein bisschen getrickst. Erzähl doch mal. Oh, erzähle, ja, ganz einfach. Ihr wisst ja vom ersten Video vom Verrückten, also von Jorgo, dass ich mit den 6 Seiten nicht mehr klar gekommen bin, wegen den alten Fingern, 71 bald. Und dann habe ich es auf 4 Seiten runtergenommen. Das habe ich damals gelernt von einer Bariton-Ukulele. Die war auch so beseitet mit DGBE. Und dann habe ich es einfach in die Mitte geschoben und dann reicht es jetzt für die Finger, 4 Seiten zu greifen. Mit der Zeit klang mir das ein bisschen dünn und da habe ich beim Laden, wo ich normalerweise meine Saiten hole, in Mainz-Gustersburg, habe ich eine 12-Seiter gesehen, gebrauchte, und da konnte ich einfach nicht widerstehen. Das ist jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre her. Und dann habe ich die mir mitgenommen und habe gemerkt, also mit 12 Seiten ist sowieso Blödsinn, und habe die beiden oberen oder unteren, je nachdem wie man sieht, rausgenommen. Also die E und die A rausgenommen und habe die anderen um einen Strang nach unten versetzt. Aber da klang mir so ein bisschen hell. Ich wollte ja schon von Anfang an mal so ein bisschen Bariton-Ton da reinkriegen, nicht ganz so hell. Ja gut, dann habe ich halt die Saiten so lange verändert, bei der Stimmung gelassen, also D, G, H, E oder D, G, B, E. So gelassen, aber andere Saiten genommen, die ein bisschen voller und ein bisschen tiefer klingen. Und dann habe ich also hier diese G-Saite, die klingt jetzt halt eine Oktave tiefer. Klingt komisch, wenn ich fest anschlag. Ja, aber wenn man, sag mal, weich spielt, da hat man genau diesen Basston oder diesen tiefen Ton, hat man nochmal drin. Ja, und es klingt aber. Das ist das Komische daran, es klingt. Ja. Ja. Und wie gesagt, man darf nicht so fest machen, sonst wird der Ton zu stark, kriegt eine Dominanz, die ihm nicht zukommt. Soll ja nur so den Hintergrund ein bisschen abdunkeln. Ja, dann habe ich irgendwann, also das war nicht die Gitarre, das ist eine Harley Benton, die habe ich mir dann übers Internet gekauft. Und die Antwort. Wo hast du die gekauft? Übers Internet, glaube ich. Wo? Ja. Welcher Laden hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Das große T, hat der viel, oder Session Music in Frankfurt? Nee, Session Music nicht. Was? Nee, es gibt noch andere Musikgeschäfte in Deutschland, die Harley Benton verkaufen. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich vermute, ich habe es übers Internet gekriegt. Das sind dann immer so Verzweiflungsakte, wenn ich am Wochenende nichts zu tun habe. Wenn ich nicht da bin, ja, so gemerkt. Gut, aber immer ganz schnell zwischen den Zeiten, wo er nicht da ist, sonst kriege ich ja irgendwie wieder... Wobei die Gitarre an sich nicht schlecht ist, es ist immer nur das, was daran hängt. Ne? Also die Gitarre an sich ist eigentlich ganz gut. Die Custom Line Serie von Harley Benton ist allgemein bekannt dafür, dass sie eher so in die professionellen Richtung geht, vom Sound, der massive Hölzer und so weiter. Also sie klingt kraftvoll, sie klingt wirklich gut, ja? Weiter im Text. Mit Tonabnehmer. Ja gut, und dann bin ich, wenn wir gerade noch bei der Ukulele bleiben als Ausgangspunkt, bin ich also auf eine Bass-Ukulele gestoßen.
Da war ich vor einem Jahr in Mainz im Frankfurter Hof im Ukulele-Konzert. Das fand ich ganz toll. Und dann habe ich das Ding da gesehen, wie einer Bass-Ukulele gespielt hat. Fand ich prima. Bin dann in Wiesbaden am Laden vorbei, am Dernschen Gelände. Der hatte dann auch so eine Bass-Ukulele. Und da dachte ich, na irgendwie bei der Ukulele... Achso, nee, das ist die Bass-Ukulele. Das ist ja so eine ältere Bariton, die ich noch umspannen muss. So. Und die hat dann die vier oberen Saiten, also E, A, D, G. Geht natürlich nur mit Verstärke. Willst du mal? Nee, ist übersetzt mit Ruhig hin, erzähl ruhig weiter. Okay. Ich klippe mich ein bisschen ruhig hin mit den Spaghettis. Und da war so ein paar Sachen, die hätte ich dann gerne im Bass mal mitgespielt. Und das habe ich dann da gesehen. Und es ist wirklich sehr angenehm zu spielen. Man lernt übrigens dann auch mal so ein bisschen außer den Akkorden zu greifen, die Akkorde zu greifen, auch mal so ein bisschen die Noten, die auf den einzelnen Frets liegen. Und das ist dann, was ich ganz gut, man kann ein bisschen improvisieren und man kann einfach so ein bisschen vor sich hin spielen. So, und dann kam irgendeiner, so ein kleiner Hässlicher, und der fing dann an mit Power Chords. Und dann habe ich mir das mal mit den Power Chords mal angeguckt, weil ich das auch, sag mal, er sagte, das ist ganz einfach, ist es auch im Prinzip, aber wenn man es ja nochmal umstellen muss, ist halt eine längere Zeit. So. Und dann habe ich mir, das sage ich jetzt mal, für die Power Chords zunächst mal so eine kleine bestellt, auch eine Harley Benton E, und habe festgestellt, dass man bei den Power Chords, er spielt sie natürlich mit 6 Saiten, ja, aber da muss man so viel andere Saiten stilllegen, das schaffe ich eben nicht mehr. Da habe ich festgestellt, dass man da maximal 3 Saiten dazu braucht, und die habe ich mir dann auf die kleine gegeben. Und na gut, das mit den Power Chords habe ich also ziemlich bald wieder aufgegeben, aber nur vorübergehend. Da werden wir bestimmt noch mal so 4-6 Wochen dran zu arbeiten haben. 5-6 Jahre meinst du? Nein, ach komm, das wird ein Wochenende kräftig geübt. So, und weil die Gitarre so schön war, also eigentlich muss ich sagen, ich habe mich total daneben benommen, weil ich habe die nicht richtig hingekriegt und habe bei Thomann, habe ich mir die bestellt, und 59 Euro, also wie gesagt, so eine Dreiviertel-Gitarre, seht ihr ja wahrscheinlich. Harley Benton Custom Shop. Ja, und wie gesagt, so eine Dreiviertel-Gitarre, und ich habe das hier nicht so richtig hingekriegt und habe dann eine E-Mail geschrieben, die hatte sich gewaschen vor Unverschämtheit. Ja, also ich meine, heute schäme ich mich, dass ich es überhaupt geschrieben habe, aber das war meine eigene Unfähigkeit, und habe dann sofort, weil ich wollte, eine andere bestellt, denn ich hatte den Karton von der hier schon weggeworfen, also die soll mir die andere zum Austausch schicken, und dann kriegen sie mit dem gleichen Karton das Ding zurück. So, haben sie auch sofort gemacht, war klasse. Und was soll ich sagen, also sie haben mir dann die zweite geschickt, und ich habe bislang die erste noch nicht zurückgeschickt im Austausch. Der Karton ist auch schon weg, und ich habe noch keine Rechnung gekriegt, obwohl ich sie angemahnt habe. Also ich habe ihnen geschrieben, soll mir die Rechnung schicken. Name und Adresse werde ich in das Video mit hineinschreiben, damit Kollegen von Thomann das sehen können. So, und bei Schufa bin ich auch nicht registriert. Ja, aber wie gesagt, ich habe es wirklich angemahnt, habe gesagt, sie sollen mir doch die Rechnung schicken. Bislang ist noch nichts gekommen. Wahrscheinlich denken die, dass die Gitarre die erste kaputt ist und sowieso nichts mehr mit anfangen können. Gut, das wie gesagt mit den 3 Saiten, das habe ich erstmal aufgegeben. Die habe ich dann einfach 2 Saitenstränge höher gesetzt, damit ich sie leichter spielen kann, beziehungsweise eine jeweils stilllegen kann, die nicht gespielt wird. Und weil ich schon gerade dabei war... Gib's her. Ja, okay. So, weil ich schon gerade dabei war, habe ich mir die hatte ich schon vorher gehabt, auch so eine etwas festere, habe ich mir das auch nochmal mit den 3 Saiten da gemacht. Und weil die ein bisschen voller klingt im... ich weiß nicht, vielleicht kann ich auch mal zeigen, wie die dreiseitige da klingt. Ja, auf die vierseitige kommen wir nachher. Das ist aber nur eine kleine Veränderung. Aua. Okay, also ich möchte ganz kurz noch dazu sagen, nee, gib mal her. Ich will gleich mal hier zeigen, die Qualitätsunterschiede, die es da auch wohl bei Harley Benton auch gibt. Wenn man sich das mal so anschaut, ja, wie, also in welchem Zustand dieses Griffbrett hier ist, ja, und in welchem das da hier ist, ja,
Also das scheint ein bisschen besser zu sein als das da hier. Da gibt es dann doch auch ziemlich helle Holzstellen, ja. Ob das jetzt mangelnde Pflege ist oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja. So, aber jetzt, ich will ihn mal ganz kurz mal so anspielen. Sofern ich klarkomme mit seiner Drei-Seiten-Technik, wobei das ja auch völlig... Ja, aber guck mal, ist dir nicht aufgefallen, dass du dich hier vertan hast mit dem Nee, das habe ich extra so gemacht. Das ist Absicht. Weil das ein bisschen eng ist. Das ist ja alles etwas enger als auf der großen hier. Okay. Das Wahnsinns dritter Teil, das habe ich nur gar nicht gemerkt. Wohlgemerkt, der Walter hält sich ja an keine Regeln der Physik. Ja, da werden Western-Gitarrenseiten gemischt mit E-Gitarrenseiten. Ich glaube jedenfalls, es sind E-Gitarrenseiten. Ja, also hier, die Seite hier und die hier, das sind Seiten für Western-Gitarre. Und die beiden hier, nee, die hier, die sind für E-Gitarre. Ja, käme mir persönlich niemals in den Sinn, sowas zu machen, aber egal. Es kommt einfach daher, ich kenne den Unterschied zwischen beiden Seiten jetzt. Und ich habe hier so ein Durcheinander von restlichen Seiten, dass ich halt einfach drauf setze. Das ist für mich auch sehr schwer zu spielen. Man muss halt Gitarre spielen können. Ich bring's ihm noch bei. Gitarre so stimmen oder so einstellen, dass man nur die E-Seite und die A-Seite nicht hat. Das heißt, wenn man umdenken kann, dass man, also man kann im Prinzip alle Akkorde spielen. Man muss nur mitdenken. Okay, ich gebe es auf. Also mit der Gitarre gebe ich es auf. Das ist jetzt wohlgemerkt die beiden, warte kurz. Diese beiden hier, das sind dieselben Gitarren. Nein, das ist die große. Das sind zwei. Also diese beiden Gitarren hier, das sind identische Gitarren. Beides Harley-Benton Strat-Typ Mini-Gitarren. Diese hier, die hat er auf Power-Chord-Spielweise vorbereitet. Also nur mit drei E-Gitarrenseiten. Und... ich zeig dir, warte mal, lass die mal hier. Die bringst du mal weg. So. Immerhin hört er auf mich. Wenn ich hier bin. Weil die Kamera an ist. Ja. Ansonsten lassen wir das jetzt ja.
So, okay, also das war jetzt die Geschichte. Ja, das ist die große dazu. Das ist die große dazu. Ja, diese Gitarre, die habe ich jetzt, das ist jetzt eine Fender Bullet Strat. Ja. Scusi. Ist ein Transe, ist keine Röhre, also nicht aufregen. So. Natürlich wieder umgestimmt. Seht, wie chaotisch das hier ist, ja. Fender Squire Strat Bullet, Modell Bullet, ja. Habe ich auch schon bei mir zu Hause gehabt, zum Einstellen und zum Austesten. Finde ich eine schöne Gitarre. Ist halt schade, was er halt mal mit den ganzen Gitarren halt immer macht, ne. Aber okay. Also das hier ist die große Variante von der kleinen Variante, also von der da hier. Auch gedacht für zum Powerchord Schrammeln. Und ansonsten haben wir jetzt noch hier, was vielleicht noch vorzeigbar wäre. Wollt ihr mal ein bisschen was Vintage-mäßiges sehen? Zeigt uns doch mal die Höfner. Die alte Dings. Die aussieht wie ein Wohnzimmerschrank. Genau, ja. Das war die erste, die ich da im Laden gesehen habe. Die erste 12-seitige. Die ist jetzt natürlich auch nicht gestimmt. Ein Instrument mit Geschichte. Aber fast. Ja, fast. Steht aber seit einem Dreivierteljahr da. Ja, komm, spiel mal was. Endsinn, klar. Wie du willst, du kannst auch meinetwegen von Slayer Rain into Blood oder Blood Rain. So, das soll mal reichen. Ich bereite gerade meine Konzertreife vor und in 10 Jahren habe ich gesagt, komm, mach du doch, ja, kannst du besser spielen. Danke, ich habe eins. Nein? Was? Ich habe eins, ja, alles gut. Meine, wenn du einen Klang zeigen willst, das, was? Wenn du das Ding mal zeigen willst, wie es klingt, kannst du doch besser spielen. Ja, aber ich habe doch nicht. Ich kann jetzt gerade. Ja, gut, mein Gott. Zusammenspiel funktioniert nicht immer. Will ja nicht so wie ich. Ja. Das Problem ist aber auch diese Gitarre. Ich bin da einfach nicht gewöhnt. Also ich würde sowas niemals machen. So eine schöne alte Gitarre. Von 1972, ja, das hier. Die ist älter als ich. Ist zwar nicht älter als er, aber nichts ist älter als er. Nichts, gar nichts. Aber man hört schon den deutlichen Unterschied zwischen den beiden Gitarren. Die ist schon, die klingt auch moderner, klingt auch voller. Und die ist ein bisschen melodischer dafür. Also ich bin auf die gekommen, weil mir die 4
vierseitige, auch die E-Gitarre, ein bisschen leer geklungen hat. Und dann habe ich die gesehen im Laden, durfte die dann mal stimmen und habe dann so ein paar Mal drüber geschrumpft und da war das so ein richtig schön voller Klang. Und da habe ich mir so halt gerade mitgenommen, da konnte ich nicht widerstehen. War auch so ein bisschen mangelnde Impulskontrolle. Eine mangelnde Impulskontrolle, niemand da, der das kontrolliert, der böse, böse, aua, aua sagt. Wollt ihr noch Zeit? Komm, wir zeigen auch noch. Das ja. ist die, die wir am Anfang zusammen gekauft haben. Und du, ich habe gar nicht zusammen mit dir gekauft. So? Nee. Du hast mir das aufgeschrieben und ich bin zu Session. Das war an meinem Geburtstag. Das ist gar keine Musik-Gitarre von Session. Das steht sogar hier drauf. Stimmt. Oh, sieht 12. Here for Music. Ach ja. Oh, stimmt. Entschuldigung. Well ordered from the UK. Stimmt, ja. Oh, ich bin immer noch in Stimmung. So, Augenblick. Ihr seht, es wird heute ein bisschen längeres Video. Klassische Telecaster mit ziemlich schwer, muss ich sagen. Der gute Walter hat eine Vorliebe für 12-seitige Gitarren, aber nur dann, wenn sie 8-seitig ist. Ja, und hier mal wieder typisch die eine Seite, die nicht dazu passt, weil es eine Akustik-E-Gitarren-Fraktion ist und nicht unbedingt dazu gehört, aber. Irgendwie klingt's. Das ist kreativer Gitarrenmischung. Spiel du mal was, du kennst dich mit deinem System ja besser aus. Ich kann auch jetzt nur die drei Griffe, die ich vorbereitet habe. Dann muss ich immer erst mal üben. Und das ist halt für sich alles. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 12-seitige, das hat mir gerade gefallen, bei Bad Moon Rising von CCR, werde ich jetzt wahrscheinlich eine 12-seitige nehmen und werde das spielen, weil mir das jetzt gerade besser im Ohr geklungen hat. Und dann hockt die 4-seitige mal wieder ein paar Wochen in der Ecke. Und jo, da macht es halt Spaß, mein Gott, das ist Spielerei von mir und war ein Traum. Schon seit meiner Jugend mal Gitarre zu lernen und hat es halt immer irgendwie nicht ergeben durch Beruf und Familie, Häusle und was nicht alles. So und jetzt nehme ich mir eben die Zeit und die Muse, jetzt bin ich selbstständig und jetzt kann ich mir die Zeit einteilen, wie mir das passt und wie gesagt, manchmal ist es ehrlich gesagt auch mangelnde Impulskontrolle, wenn ich sowas sehe, dann will ich es haben. Ja. So, das Allerneueste. Diese Anfälle kommen immer dann, wenn ich nicht da bin. Und das Allerneueste, was jetzt geschehen ist, ich habe mir einen Motorroller gekauft. Was? Motorroller. Deine Frau weiß das? Ja. Deine Frau weiß das, ja. Ja, da steht ja schon draußen. Oh, die sagt schon mittlerweile gar nichts mehr. Ist auch gebraucht übrigens, sehr günstig, ja. Gebraucht, also nichts Neues. Und da werde ich ihn so mal ein bisschen mit rumwürgen. Und wie gesagt, der eine kauft sich einen Wert mit 50. Habe ich auch gemacht. Und der andere mit einem Motorroller oder ein Motorrad mit 60.
Ja. Und so spinnt man mit dem, was man als Jugendliche immer kritisiert hat und drüber gelacht hat. Da guckt der Altknacker, kauft sich einen Gaul. Und gut, haben wir alles selber gemacht und jetzt halt auch statt Motorrad, Motorroller. Und halt Gitarren. Und naja, gut, einfach ein bisschen Spinnerei, ein bisschen Spaß haben. Es hält sich alles auch finanziell in Grenzen. Sag mal, gehören die Gitarren eigentlich offiziell immer noch alle mir? Zum Teil ja. Aber meine Frau hat mir das nie abgenommen. Wenn nämlich ein großes Paket kam von Thomann oder von Gear for Music da oder Music Gear oder wie das da heißt, da habe ich die Scout das ersten beiden Mal, hat sie mir das geglaubt, weil die Diener auch gleich die Pakete gleich verschwunden sind. Und auf einmal, als es sich das alles hier unten angesammelt hat, habe ich dann immer zeitweise gesagt, seine Wohnung ist so klein, um das alles unterzubringen. Das ist ja, stimmt ja auch, ja. Ja, aber wie gesagt, das kauft sie mir natürlich längst nicht mehr ab. Außerdem sage ich auch ganz ehrlich, sie sieht die Bankauszüge, ich mache ja alles über PayPal und so, es wird ja alles abgebucht. Und sie sieht, dass sie auch die einzelnen Teile sich sehr, sehr im Rahmen halten. So. Das Teuerste war die erste Gitarre und der erste Bass, den mir Jorgo empfohlen hat. Das waren dann auch Geburtstagsgeschenke und Weihnachtsgeschenke von meiner Frau. Und das waren also wirklich ja, schöne Ausgaben, aber auch schöne Geschenke, muss ich sagen. Ich habe noch gerne damit gespielt und spiele auch nach wie vor damit. Das halt macht Spaß. Ja. Und dann vor allem, was sehr schön ist, ist, wenn man einen Lehrer hat mit viel Geduld und viel, viel Humor. Und das beides zusammen. Ja, beides zusammen ist halt perfekt. Ja, für einen Wahnsinnigen. Alte Menschen darf man ja nicht hauen, deswegen nee, mache ich es nicht mehr. Das wäre Sachbeschädigung ja, in einem winterschweren Fall. Okay, Freunde, also ihr habt jetzt mal so ein bisschen mehr gesehen jetzt von ihm, ein bisschen mehr Schwachsinn von ihm gehört. Da, da. Ja, die neuesten Spinnereien, das waren jetzt diese Stratocaster. Mini-Modelle von Harley-Benton und ja, Freunde, also ich wollte euch mal so ein bisschen zeigen, was hier so eigentlich abgeht, wenn ich nicht da bin und auch wenn ich da bin, ja, die Videos mit ihm, die kommen immer ganz gut an bei euch, deswegen habe ich gedacht, ich nehme mal die Kamera mit, zeige euch das mal so ein bisschen wieder, ne? Okay, Freunde, also ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr gelangweilt mit dem Gebabbel und mit dem... Ist halt alles live, ne? Bei mir wird nichts gefälscht, nichts rausgeschnitten. Das kommt genauso, wie es jetzt ist, kommt online. Willst du noch was sagen? Nö, einfach tschüss. Nehmt es nicht so ernst. Ich nehme es auch nicht so ernst. Es macht halt Spaß. Wenn ihr was zu lachen gehabt habt, prima. Wenn ihr über uns oder über mich lachen wollt, sei es euch gegönnt. Macht's gut. Bis dann, Freunde. Tschö. Ja.